Der steirische ÖVP-Abgeordnete Ernst Gödel, er ist Sprecherin für Integration und Migration der ÖVP, ist nun an Bord. Danke, Herr Präsident, fürs Wort. Geschätzter Herr Bundesminister, meine geschätzten Damen und Herren und alle, die uns zu Hause mitverfolgen. Diese Regierung liefert. Und diese Regierung liefert die größte Pflegereform der letzten Jahrzehnte. Und Sie, meine geschätzten Damen und Herren von der Opposition, Sie stehen im Schmollwinkel. Sie verhalten sich trotzig. Es ist ja völlig, es ist völlig absurd, Herr Kollege Greiner, dass Sie nicht anerkennen, dass mit diesem Paket, das wir hier geschnürt haben und vorgestellt haben, tatsächlich ein Meilenstein passiert in der Pflegeweiterentwicklung. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selbst als ehrenamtlich in der Pflege aktiv. Und ich weiß, welche Herausforderungen hier gegeben sind. Tagtäglich. Ich habe vor 10 Jahren eine Institution übernommen in der mobilen Betreuung von Menschen. Wir hatten damals 200 Bedienstete, derzeit haben wir gut 300 Bedienstete. Und ich weiß, wie schwierig es ist, Personal zu finden. Und ich weiß, wie hoch der Druck ist, dass Menschen den Beruf wechseln wollen, weil vielleicht die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Aber das, was jetzt auf den Tisch gelegt wurde im Rahmen der Pflegereform, das kann sich mehr als sehen lassen. Diese Regierung liefert. Diese Regierung liefert eine tatsächliche große Reform, und die werden wir hier gemeinsam umsetzen. Und es ist ja hanebüchen, mit welchen Argumenten hier gearbeitet wird. Frau Kollegin Belakovic, Sie monieren, dass im Budget 2023 diese Mehrausgaben für die Pflege nicht vorgesehen sind. Ja, na klar, das Budget 2023 ist doch gar nicht beschlossen. Das müssen wir uns erst erarbeiten. Und natürlich werden die Punkte vorgesehen, die wir in der Pflegereform zur Umsetzung bringen. Und bitte mitnichten, sagen Sie doch nicht, 1 Milliarde Euro ist nichts. 1 Milliarde Euro zielgerichtet für die Pflege ist sehr viel Geld. Und wir investieren sie in die richtige Richtung. Denn, wie schon gesagt, erstes Hauptaugenmerk ist Personal. Personalausbildung und auch die Arbeitsbedingungen. Und so zum Beispiel, was ja auch gesagt hat, Frau Belakovic, wir tun nichts für die Ausbildung. No, na, wir führen im nächsten Jahr das Stipendium ein, wo Umsteiger oder Wiedereinsteigerinnen sich einfach auch die Ausbildung leisten können, indem sie ein Stipendium erhalten. Wir führen den Ausbildungsbonus ein. Wir haben schon übrigens auch vom Arbeitsminister Koch wurde einiges Jahr schon in die Wege geleitet. Bitte, ich erinnere nur daran, derzeit sind österreichweit 16.800 Menschen in Ausbildung für die Pflege. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Wir haben ja immer wieder Schritte gesetzt. Aber dieses Paket, das wir jetzt auf den Tisch legen, das hat wirklich in dieser Dimension in diesen letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Und Kollege Muchic, ja, natürlich, jetzt ist der Rahmen vorgegeben. Jetzt gehen wir in die parlamentarische Umsetzung mit Anhörungen, mit Begutachtungen. Natürlich, das ist ja das Logischste auf der Welt, dass wir zuerst die Punkte festlegen und dann in die parlamentarische Umsetzung gehen. Und dann bin ich gespannt. Du bist ein ausgewiesener Sozialpolitiker, ein anerkannter Sozialpolitiker, lieber Beppo. Bin ich gespannt, ob Sie dann bereit sind, auch mit aufzuzeigen und aus dem Schmollwinkel, in dem Sie sich jetzt manövriert haben, herauszukommen. Meine geschätzten Damen und Herren, ja, im März laut Statistik Austria, die letzte Auswertung, waren 468.569 Menschen haben in Österreich Pflegegeld bezogen. Das sind Stufen 1 bis 7. Das heißt, diese Anzahl, also knapp 74.000 Menschen, haben einen erhöhten Pflegebedarf zur Bewältigung des Alltages. Und ja, es ist richtig, Frau Maurer hat es auch angesprochen, etwa 1 Million Menschen sind unmittelbar mit Pflegeaufgaben in ihren Familien, im familiären Umfeld konfrontiert. Eine ganz große Betroffenheit. Auch deswegen ist es uns so wichtig, dass wir im Bereich der pflegenden Angehörigen weitere wichtige Schritte setzen, wie zum Beispiel diesen Pflegebonus mit den 1.500 Euro. Der Gust Wöging hat es ausgeführt. Pflege ist kein einfaches Thema, auch deswegen nicht, weil wir aufgrund der Aufgabenverteilung in Österreich verschiedene Zuständigkeiten haben. Ja, das ist eine eigene Herausforderung. Und ich möchte daher allen danken, die jetzt bei dieser Reform aktiv mitgewirkt haben. Wir haben begonnen mit einer Pflegetaskforce vor etwa 2 Jahren, damals unter Minister Anschober. Wir haben viele, viele Gespräche geführt und schlussendlich ist dieses Reformpaket jetzt herausgekommen. Und ich möchte da eine Person ganz besonders hervorheben, weil ich weiß und auch mitbekommen habe, in welchem Ausmaß hier auch im Hintergrund mit vielen Gesprächen
dieses Reformpaket überhaupt verwirklicht werden konnte. Und da möchte ich ganz ausdrücklich heute unseren Klubobmann Gust Wöginger hervorheben. Er ist ein ausgewiesener Sozialpolitiker über Jahrzehnte. Über Jahrzehnte. Er war Betriebsrat beim Roten Kreuz. Und er hat auch viele, viele wichtige Gespräche mit den Ländervertreterinnen und Vertretern geführt, weil wir nur gemeinsam diese Herausforderung Pflege schaffen können. Und dem Gust Wöginger gebührt ein ganz besonderer Dank mit allen gemeinsam, die das am Schluss beschließen, den Herrn Bundesminister, aber natürlich ganz besonders auch die Frau Klupper, Frau Maurer. Aber lieber Gust, dir ein großes Dankeschön für deine Hartnäckigkeit, für deine Genauigkeit, für den guten Umgang mit denen, die in der Pflege auch tätig sind. Und so werden wir das Projekt umsetzen. Die Regierung liefert und Sie sollten sich aus dem Schmollwinkel herausbegeben.